Hallo, mein Name ist Vera Deckers und bei mir ist Holger Müller. Hallo Holger. Hallo Vera. Holger, dich kennen ja viele als Ausbilder Schmidt. Du arbeitest aber auch als Speaker und Coach. Dein Vortrag heißt Humor ist ihr Trumpf. Was ist denn der Trumpf an Humor? Ja, Humor ist eine ganz wichtige Sache im Leben. Ich glaube, Humor ist auch so eine Art Lebensphilosophie. Wir alle kennen diesen einen Kollegen auf der Arbeit oder im Verein, der mal ein bisschen lauter lacht. Das ist ja ansteckend, ja, wenn einer herzlich lacht und man freut sich, diesen Kollegen oder diese Kollegin zu sehen. Da kommt vielleicht auch mal ein kleiner Spruch oder so. Es ist, vermittelt sich einfach gute Laune. Ja. Und das macht da auch das ganze Arbeiten, das Leben lebenswerter, wenn man mit Leuten zu tun hat, die einfach Humor haben. Und ich als Psychologin weiß auch, Humor ist auch sogar gesund. Sehr gut, Vera. Das ist aber auch wirklich so. Also, ich habe immer ein schönes Beispiel. Stell dich mal vor einen Spiegel und lach einfach mal so eine Minute laut los. Das ist ansteckend. Du musst wirklich mitlachen. Ja, und da wird natürlich, ja, man ist schon gleich besser drauf, ja. Aber natürlich, das Gehirn weiß, oh, er oder sie sind gut drauf. Das Gehirn setzt Glückshormone frei, ja. Ich habe eine ganz andere Kraft in mir, ja. Das ist Bodyfeedback nennt man das. Genau, und das ist eben diese tolle Sache an Humor. Und es gibt ja auch Wissenschaften dazu. Also einmal laut, kräftig gelacht ist so viel wert wie 20 Minuten joggen gehen. Das musst du dir mal vorstellen, ja. Aber kann man denn Humor überhaupt lernen? Die gute Nachricht ist, davon bin ich ja überzeugt, in jedem steckt ja Humor drin. Ja, das ist, von Geburt an bekommen wir eine ordentliche Portion Humor. Wenn du jetzt mal auf so ein Online-Dating-Forum gehst, jeder schreibt, er hat Humor. Ja, aber ob das merkst, aber ja, ich bin humorvoll. Ja, jeder ist humorvoll. Bei dem einen kommt es mehr zur Geltung, bei dem anderen ein bisschen weniger. Ich glaube, man muss so ein bisschen das Bewusstsein dafür schaffen. Ja, wie transportiere ich Humor? Und das ist einfach eine ganz entscheidende Sache, ja, und da müssen wir so ein paar Sachen freisetzen. Im Laufe der Evolution hat sich ja auch der Mensch so ein bisschen dem Humor angepasst. Der Humor kann eine Überlebensstrategie sein, schwarzer Humor, ja, wenn es mir nicht so gut geht. Oder Satire wende ich an, wenn ich mal einem was Unangenehmes erzählen muss, aber versuche so eine kleine Kurve zu schlagen, ja, das ist ja auch, und wir sind, wenn wir Humor haben, wir können was transportieren, Inhalte, ja, wir können kommunizieren, das ist viel angenehmer. Und Humor ist eine Motivation, ja, wenn du ein Team hast, die Humor haben, die bringen ganz andere Ergebnisse, weil einfach die Motivation eine ganz andere ist. Du gehst ja viel lieber dahin, wo mal gelacht werden darf, wo mal alles ein bisschen lockerer ist. Und das müssen wir freisetzen, Humor ist da, ja, wir müssen es einfach nur gucken, dass er ein bisschen zur Geltung kommt. Hast du denn da ein konkretes Beispiel, wie man so Humor freisetzt? Ja, teilweise schmerzhafte Beispiele. Weil ich bin ja sehr viel auf der Bühne. Du kennst das, du stehst auf der Bühne, hast ein Publikum, das lacht. Aber ausgerechnet in der ersten Reihe sitzt dieser eine Mann, der nicht lacht. Ja? Und du guckst immer auf diesen einen Mann und du versuchst ihn anzuspielen. Und dann nach einer halben Stunde, er macht den Mund auf. Du denkst, ja, du hast ihn ergähnt. Ja? Es passiert, er lacht einfach nicht. Ja. Und du denkst auf der Bühne, okay, er findet es nicht gut, ja. Und ich habe das aber auch ganz oft erlebt, die kommen nach der Show zu dir, in einer Autogrammstunde oder so, und dann sagt der zu mir, ich habe mich bepisst vor Lachen. So habe ich noch nie gelacht. Und dann sage ich, zeig's doch bitte deinem Gesicht. Es macht es einfacher. Und deinen Mitmenschen auch, sie lachen mit. Und ich glaube, der hat von der Wahrnehmung gar nicht drauf gehabt, dass er nicht lacht. Er hat sich amüsiert, aber er hat einfach seinem Gesicht nicht gezeigt. Ja. Da hast du recht, die Leute gibt's immer wieder. Du bist ja seit vielen Jahren sehr erfolgreich als Comedian unterwegs. Da hast du natürlich die Kompetenz, über so ein Thema auch zu sprechen. Ja, ich natürlich. Ich bin ja im Jahr bis zu 200 Mal auf der Bühne. Also du lernst natürlich viel mit einem Publikum zu arbeiten. Und das ist mir natürlich auch wichtig, mein Vortrag soll auch humorvoll sein. Ich kann ja nicht über Humor erzählen, aber es ist trocken vor. Also ich muss natürlich auch ich will einen lustigen Vortrag haben. Das ist natürlich die Erfahrung mit Personen, Menschen erreichen, zum Lachen zu bringen. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Kompetenz, aber auch das erwähne ich auch gerne. Ich bin seit vielen Jahren im Hintergrund tätig, nicht nur als Ausbilder Schmidt. Ich habe ja mein Theater, du warst auch schon da, in Ostfriesland, in Pilsum. Ja, und da kommen natürlich viele andere Komiker, Komikerinnen. Ich arbeite auch viel mit Komiker und Komikerinnen. Mittlerweile auch gebe ich kleine Seminare, Workshops, auch für Speaker. Wie mache ich meinen Vortrag humorvoller und so weiter.
hat man natürlich einfach auch gewisse Arbeitsmethoden gelernt und eben aber es auch zu vermitteln. Also nicht nur Leute zum Lachen zu bringen, sondern wie vermittle ich auch Humor? Wie setze ich den Humor in meinen Köpfen frei? Das ist, glaube ich, eine Sache, die, da brauchst du schon eine gewisse Erfahrung einfach, ja. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt nochmal auf diesen Mann zurück, den du eben erwähnt hast, der in der ersten Reihe sitzt und nicht lacht. Wie würdest du denn diesem Menschen helfen? Ja, dem würde ich in so einen Lachkurs schicken. Das ist, mache ich auch so ein bisschen in dem Vortrag, weil jeder lacht ja anders. Der eine schmunzelt mehr, der andere lacht ein bisschen lauter. Aber das Bewusstsein zu haben, jetzt ist mal eine komische Situation und ich zeige jetzt auch mal, dass ich das lustig finde. Ja? Es ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt mit mir jemand dich unterhältst und der guckt dich immer so an. Immer nur eine Spannung, ja. Aber das auch den Leuten sagen, ja, versuch doch einmal deinem Gegenüber auch mitzuteilen, dass es dir Spaß macht. Man muss nicht immer laut loslachen, man kann ja mal schmunzeln, mal lachen, ja. Und das ist eben eine Sache, da hilft dieser kleine Lachkurs, das Lachseminar, ein Bestandteil von meinem Vortrag, hilft da, glaube ich, ganz gut, ja. Ist dein Vortrag denn auch als Hybridaufführung geeignet? Also, dass ein Teil der Zuschauer live bei dir ist und der andere aber online zugeschaltet wird? Ja, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Muss zugeben, war da ein bisschen skeptisch. Aber tatsächlich funktioniert das sehr gut, wenn ich live mit einem Publikum so in Anführungszeichen arbeite. Also, wenn ich meinen Vortrag halte, ein bisschen Interaktion mache. Es gibt Reaktionen, Lachen, Schmunzeln, Fragen, die sich zugeschaltet haben, aus dem Homeoffice online gehen, die sehen, ah, da passiert was, ich bin dabei. Und das Tolle, ich habe ein neues Format. Ich habe ja zwei Gruppen. Ja. Einmal die Leute, die live vor mir sitzen und aber eben die feinen Leute, die sich online zugeschaltet haben. Ja. Da kannst du natürlich wunderbar mitarbeiten mit diesen beiden Gruppen und da entstehen ganz neue Interaktionen. Ja. Ja, schön. Also ich kenne dich ja schon lange privat und du hast einen super Humor, aber ich liebe ja auch deine Figur Ausbilder Schmidt, mit der du schon so lange so wahnsinnig erfolgreich bist. Und deshalb natürlich meine Frage, taucht die denn auch im Vortrag auf? Im Idealfall ja, wenn der Veranstalter das gerne möchte. Klar, am Ende so 10, 15 Minuten einen Ausschnitt zeigen, dann kann ich auch den Leuten zeigen, ich erzähle euch die ganze Zeit, ich stehe auf der Bühne und dann zeige ich euch auch mal, was ist das denn für ein Junge? Und dann mache ich gerne mal ein paar Minuten so kleines Best auf aus dem Programm von Ausbilder Schmidt und dann hat man auch, glaube ich, so ein schönes Ende am Schluss. Ja. Wird nochmal laut gelacht, auf die Schenkel geklopft, muss auch mal sein. Ja, schön. Ja, kannst du das denn so ad hoc? Also wie lange brauchst du da ungefähr, um dich in den Ausbilder Schmidt zu verwandeln? Ja, das geht ganz schnell. Ne? Dann ziehe ich hier die Sonnenbrille auf. Ja. T-Shirt habe ich schon an. Dann kurz die Körperhaltung ändern. Ja, ist aber so, was ist der Unterschied zwischen deiner Ehefrau und deiner Handgranate? Ziehst den Ring ab, ist das Haus weg. Muss aber auf die 12 gehen. Ja. Absolut. Super, ja. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ja. Vielen Dank, Holger Müller. Jawohl.